Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Iran sind bei Protesten in den vergangenen Tagen mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Demonstranten sollen festgenommen worden sein. Informationen über die Unruhen verbreitet im Land offiziell ausschließlich das Staatsfernsehen. Begonnen hatten die Proteste am Donnerstag in mehreren Städten des Landes. Zunächst gingen die Menschen wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage im Iran auf die Straße. Inzwischen wird der Ton immer regimekritischer. In Teheran gehen Sicherheitskräfte seit dem Nachmittag wieder gegen Demonstranten vor. Für den Abend waren in insgesamt 50 iranischen Städten Proteste angekündigt. Die politische Führung kann die Demonstrationen nicht mehr ignorieren. Auch heute zeigt das iranische Staatsfernsehen Bilder. Mit einer eigenen Erklärung. Die Demonstranten seien Randalierer, vom Ausland gesteuert und nur auf Verwüstung aus. Das sei ein Angriff auf das iranische Volk. Westlichen Medien ist es verboten, die Proteste zu filmen. Das Filmmaterial stammt von Demonstranten im ganzen Land. Verbreitet über Internetplattformen. Sie fordern soziale Gerechtigkeit, andere kritisieren das ganze System. Präsident Rouhani versuchte heute, wie schon gestern, die aufgebrachte Bevölkerung zu besänftigen. Die Menschen hätten ein Recht auf Meinungsfreiheit. Die Demonstranten haben immer weniger Angst, öffentlich ihre Meinung zu sagen. Die Slogans, zunächst noch wirtschaftlich motiviert, gehen immer mehr über in politische Sprechchöre. Nieder mit dem Diktator. Was soll eure Einmischung in Syrien? Uns interessiert nicht die Hisbollah und die Hamas. Wir sind wichtig. Sie sprechen damit die horrenden Summen an, mit denen der Iran diese Terrorgruppen unterstützt, um außenpolitisch Einfluss zu gewinnen. Der oberste Leiter des Justizapparates verkündete heute im Staatsfernsehen, jegliche Demonstrationen seien verboten und Randalierer würden ihre gerechte Strafe erhalten. Vor 5 Tagen haben die Proteste begonnen. Täglich weiten sie sich auf neue Städte im ganzen Land aus. Die Wut der Menschen wird größer, auch weil sie Todesopfer zu beklagen haben. Wohin diese Wut geht, ist noch vollkommen offen. Klar ist aber, dass diese Proteste in den nächsten Tagen noch nicht beendet sein werden. Außenminister Gabriel äußerte sich sehr besorgt über die Entwicklungen im Iran. Die Bundesregierung appelliere an die Staatsführung in Teheran, die Rechte der Demonstranten zu respektieren, so Gabriel in einem schriftlichen Statement. Nach der Konfrontation der vergangenen Tage sei es umso wichtiger, allseits von gewaltsamen Handlungen Abstand zu nehmen. Die jüngsten Unruhen sind die größten im Iran seit 2009. Der Iran ist nach Saudi-Arabien das zweitgrößte Land in der Golfregion. Gut 4,5 Mal so groß wie Deutschland, mit einer Bevölkerung von knapp 83 Millionen Menschen. Nach der Revolution von 1979 wurde der Iran eine islamische Republik, ein autoritärer Gottesstaat mit demokratischen Elementen. Der Souverän ist laut Verfassung nicht das Volk, sondern Gott und als sein Vertreter der oberste religiöse Führer, zurzeit Ayatollah Khamenei. Ernannt auf Lebenszeit ist er die höchste politische und religiöse Instanz im Land. Er ernennt und entlässt die Spitzenvertreter von Justiz, Polizei und staatlichen Medien. Auch den Präsidenten kann er jederzeit absetzen. Der Religionsführer hat den Oberbefehl über die Streitkräfte. Er wird unterstützt von der Revolutionsgarde. Gegründet 1979 als Militäreinheit, ist sie heute unter anderem dazu da, politische Gegner zu bekämpfen. Aufgabe des Präsidenten im Iran ist die Leitung der Regierung, deren Mitglieder von ihm ernannt und vom Parlament bestätigt werden. Präsident, Parlament und der sogenannte Expertenrat werden direkt vom Volk gewählt. Doch über die jeweiligen Kandidaten entscheidet zuvor der mächtige Wächterrat. Das Gremium besteht aus 6 Juristen und 6 Geistlichen. Der Wächterrat kontrolliert, ob die Politik islamischem Recht entspricht. Er hat bei allen Beschlüssen ein Vetorecht. Der oberste religiöse Führer entscheidet weitgehend mit über die Zusammensetzung des Wächterrats. Eine Kontrolle über die Entscheidungen des Religionsführers findet damit praktisch nicht statt. Mit einem Protestmarsch haben tausende Menschen in Hongkong gegen die Einflussnahme Chinas demonstriert. Sie befürchten, dass die Sonderverwaltungszone zunehmend an Autonomie verliert. Die Demonstranten forderten den Rücktritt der seit Juli amtierenden Regierungschefin von Hongkong, die als Statthalterin Pekings gilt. China hatte der ehemaligen britischen Kronkolonie bei der Übernahme 1997 Freiheiten und Rechte garantiert, die es auf dem Festland nicht gibt. Sie blicken mit wenig Hoffnung in das neue Jahr.
Schützt Hongkong, rufen diese Demonstranten. Sie haben das Gefühl, dass die chinesische Führung in Peking sich immer mehr in die Politik der autonomen Stadt einmischt. Hongkongs Situation wird nicht besser. Chinas Regierung hat schon deutlich gemacht, dass sie die Stadt komplett kontrollieren will. Die Demokratie wird leiden. Ich habe keinerlei Hoffnung. Das chinesische Parlament hat gerade beschlossen, dass auf einem der wichtigsten Bahnhöfe Hongkongs künftig auch Polizisten der Volksrepublik ihren Dienst versehen werden. Ein Gesetzesbruch, so die Demonstranten. Die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong hatte 1997 Freiheiten und Rechte garantiert bekommen, die es in China nicht gibt. Diese Rechte wie Meinungsfreiheit werden durch Peking in Frage gestellt, mit immer neuen Erlassen und der Verfolgung Andersdenkender, so die Demonstranten. Mit dabei auch Joshua Wong, Studentenführer und Aktivist der Protestbewegung. Dafür hatte er eine Haftstrafe bekommen. 2017 war das Jahr, in dem wir Hongkonger lernen mussten, die Angst vor Chinas Präsident Xi zu überwinden. 2018 müssen wir lernen, uns als Kämpfer zu verstehen und die Rechte, die Peking ausgehöhlt hat, wieder zurückzugewinnen. Doch viele Hongkonger haben wenig Hoffnung, dass sie diesen Kampf gewinnen können. Nordkorea hat die USA vor seinen Atomwaffen gewarnt. In seiner Neujahrsansprache erklärte Machthaber Kim Jong-un, die Raketen könnten die gesamten USA erreichen. Nordkorea werde sie aber nur einsetzen, wenn die Sicherheit des Landes bedroht sei, so Kim im staatlichen Fernsehen. Richtung Südkorea sandte Kim ein überraschendes Friedensangebot. Beide Seiten sollten sich darum bemühen, die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel abzubauen. Papst Franziskus hat vor Konsumdenken gewarnt und zu einem Neuanfang aufgerufen. In seiner Neujahrspredigt sagte er, der Mensch müsse seine Freiheit schützen vor dem Geschrei von Werbung und leerem Geschwätz. Das Wichtigste sei, eine friedliche Welt zu bauen. Vor etwa 40.000 Gläubigen auf dem Petersplatz erinnerte er anschließend an das Schicksal von Migranten und Flüchtlingen, die für eine bessere und friedliche Zukunft ihr Leben aufs Spiel setzten. Die katholische Kirche feiert den 1. Januar traditionell auch als Weltfriedenstag. Majestätsbeleidigung ist in Deutschland künftig nicht mehr strafbar. Nach Angaben des Bundesrates wurde der entsprechende Paragraph aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Bisher drohten bei Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten bis zu 3 Jahre Gefängnis. 2016 hatte sich der türkische Präsident Erdogan auf den Passus berufen, um gegen den Fernsehmoderator Böhmermann vorzugehen. Dieser hatte ein sogenanntes Schmähgedicht auf Erdogan veröffentlicht. Das Strafverfahren wurde allerdings bereits eingestellt. In Deutschland haben Millionen Menschen das Jahr 2018 mit friedlichen und fröhlichen Feiern begrüßt. Allerdings wurden aus mehreren Orten Angriffe auf Einsatzkräfte gemeldet. In Leipzig setzte die Polizei Wasserwerfer gegen Randalierer ein. Bei Unfällen mit Böllern wurden 2 Menschen getötet und mehrere verletzt. Partystimmung überwog dort auf Deutschlands größte Silvesterfeier am Brandenburger Tor in Berlin. Mit einem großen Feuerwerk und Bühnenprogramm feierten Hunderttausende Menschen am Brandenburger Tor in Berlin ins neue Jahr. Hier blieb es laut Polizei weitgehend friedlich, trotz der großen Menschenmenge. Allerdings kam es in Berlin gegenüber Polizei und Feuerwehr zu teils gewaltsamen Übergriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es 57 Angriffe auf die Einsatzfahrzeuge der Berliner Feuerwehr. Das macht uns auch sehr, sehr betroffen. Mussten wir auch feststellen, dass auch in diesem Jahr eine massive Gewalt durch Feuerwerkskörper und auch körperliche Gewalt gegenüber Einsatzkräften festzustellen war. In Leipzig musste die Polizei Wasserwerfer gegen rund 50 Randalierer einsetzen, die Beamten mit Steinen und Böllern beworfen hatten. Mehrere Personen wurden wegen schweren Landfriedensbruchs in Gewahrsam genommen. Tragisch endete die Silvesternacht für 2 Männer aus Brandenburg. Ein 19-Jähriger starb durch einen selbstgebauten Böller. Ein 35-jähriger Mann wurde beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern tödlich verletzt. Eine positive Bilanz zog die Polizei in Köln. Aufgrund der sexuellen Übergriffe von vor 2 Jahren hatte die Stadt den Bereich um die Domplatte als besondere Sicherheitszone abgesperrt. Der Bereich konnte nur durch spezielle Schleusen betreten werden. Böller waren in dieser Sperrzone verboten. Ein Konzept, mit dem sich die Kölner Behörden zufrieden zeigen. Wir haben bis zum Ende der offiziellen Feierlichkeiten kaum Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die Anzahl der angezeigten Straftaten habe sich im Bereich eines normalen Wochenendes bewegt, so die Polizei.
Das niederländische Leeuwarden und die maltesische Hauptstadt Valletta sind die diesjährigen Kulturhauptstädte Europas. Seit 2004 vergibt die Europäische Union diesen Titel pro Jahr an mindestens zwei Städte, unter anderem um die Vielfalt der Kulturen in Europa hervorzuheben. Mit Valletta präsentiert sich diesmal die kleinste und südlichste Hauptstadt der Europäischen Union. Leeuwarden will die gesamte Provinz Friesland in den Fokus rücken, etwa mit der traditionellen Elf-Städte-Tour durch die Region. Willkommen in Leeuwarden. Wir üben für die Elf-Städte-Tour. Dafür ist es jetzt die Zeit. Das ist unsere Kultur. Eislaufen als Teil der friesischen Lebensart. Auch dafür steht das niederländische Leeuwarden. Noch wird in der Eishalle geübt, denn die Kanäle frieren nicht zu. Bekannt wurde der Landstrich durch die Eislaufstrecke, die über 200 Kilometer 11 friesische Städte verbindet. Ist es kalt genug, sind tausende Sportler auf dem Eis. Kunst und Kultur soll die Orte der niederländischen Provinz 2018 verbinden, wie die Skulptur des Spaniers Jean Plenzer zeigt, zwei zugewandte Köpfe. Es gibt einen Optimismus in der Stadt, das wir davor nicht gekannt haben. Und das ist sehr schön zu sehen. Leeuwarden hat keine 100.000 Einwohner, aber eine weitreichende Geschichte und eine eigene Sprache, Friesisch. Als Kulturhauptstadt wollen die Leeuwarder einiges bieten. Many events. Viel Programm haben wir, Pop und Klassik, das alles in einer Stadt, die man Kleines Amsterdam nennt. Denn hier gibt es Kanäle und schöne Bauten wie in Amsterdam, aber wir sind nicht so überlaufen. Hier ist es noch so wie in den Niederlanden vor Jahrzehnten. Noch wird an vielen Ecken der Stadt gewerkelt und gebaut. Leeuwarden, europäische Kulturhauptstadt 2018, knapp 150 Kilometer von Amsterdam entfernt. Der Blick auf die historische Kulisse der maltesischen Hauptstadt Valletta. In diesen Tagen aber auch ein Blick in die Zukunft. Valletta ist Kulturhauptstadt Europas 2018. Knapp 6000 Menschen leben hier in der kleinsten und südlichsten Kapitale Europas. Kulturhauptstadt 2018 wird hier aber nicht nur eine Stadt, sondern ein ganzes Land. Die Tourismusbehörde spricht von einem inselweiten Fest. Gerade in den letzten Monaten aber hat Malta für ungute Schlagzeilen gesorgt. Die Journalistin Daphne Caruana Galizia wurde am 16. Oktober Opfer eines Anschlags. Immer wieder war sie in ihrer Heimat auf Korruption und Mafia gestoßen. Trotz Festnahmen, bis heute ist der Fall nicht wirklich aufgeklärt. Als Kulturhauptstadt können wir andere Aspekte Maltas in den Vordergrund rücken. Gleichwohl, wir können diese Zustände nicht verleugnen, wir müssen sie lösen. Für 365 Tage in diesem Jahr sind nicht weniger als 600 kulturelle Aktionen geplant. Ausstellungen, Musik, Theater und Oper. Höhepunkte sollen im Juni eine Wassershow im Hafen der Stadt und im August eine Oper in maltesischer Sprache über das Thema Flüchtlinge sein. Es ist das erste Mal für uns, dass wir uns kulturell selbst finden und vor der Welt präsentieren. Valletta 2018, die kleinste Hauptstadt Europas, will groß herauskommen. Am heutigen Wettkampftag der Vierschanzentournee ist Richard Freitag erneut auf Platz 2 gelandet. Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen musste er sich wieder seinem polnischen Rivalen Kamil Stoch geschlagen geben, der seinen Vorsprung in der Gesamtwertung ausbaute. Freitag verpasste den Sieg aber nur knapp. Diese Vierschanzentournee und Richard Freitag, das passt, auch beim Neujahrsspringen. Nach dem ersten Durchgang hatte er auf Rang 6 noch ein bisschen weiter hinten gelegen. Doch mit diesem Sprung im Finale auf 137 Meter war nicht nur Bundestrainer Schuster klar, die Aufholjagd auf einen Podestplatz könnte erfolgreich sein. Im Finale sprangen einige Konkurrenten schlechter. Teamkollege Karl Geiger zum Beispiel fiel von Platz 4 auf Rang 7 zurück, war aber zufrieden. Freitag musste dann nur noch auf einen warten. Der nach dem ersten Durchgang führende Pole Kamil Stoch ließ sich nicht von Windpausen irritieren, flog souverän und weit. Mit 139,5 Metern sicherte sich Stoch nach Oberstdorf den zweiten Tourneetageserfolg. Auch in der Tourneewertung liegt der Pole zur Halbzeit vor Freitag. Es ist alles offen, es ist wie immer bei der Tournee. Wir werden sehen, wie Innsbruck und Bischofshofen verlaufen wird. Und es wird einfach, glaube ich, sehr eng bleiben und jeder Sprung wird zählen. Von 21.000 Zuschauern heute bejubelt, Kamil Stoch, Richard Freitag und der Norweger Anders Fannemel auf Rang 3. Übermorgen geht die Vierschanzentournee in Innsbruck weiter.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 2. Januar. Von Westen überquert uns ein Tief mit Regenwolken und bringt vor allem dem Süden Deutschlands zum Teil auch stürmischen Wind. Heute Nacht breitet sich der Regen ostwärts aus, in Küstennähe oft trocken und von Westen geht der Regen in Schauer über. Morgen vor allem im Osten und Süden noch Regen, oberhalb von etwa 600 Metern Schnee. Regional zeigt sich auch die Sonne, aber von Westen zieht gegen Abend wieder Regen heran. Heute Nacht 6 bis 0 Grad, an den Alpen leichter Frost. Dort morgen knapp über 0, im Rhein-Neckar-Raum bis 9 Grad. Am Mittwoch breiten sich von Westen kräftige Regenfälle aus, dazu stürmisch. Im Bergland kann der Wind Orkanstärke erreichen. Ähnlich ungemütlich auch am Donnerstag, aber weniger stürmisch. Am Freitag auch mal etwas Sonnenschein und mit bis zu 15 Grad bleibt es viel zu mild. Ingo Zamperoni zeigt um 23.15 Uhr in den Tagesthemen einen Rückblick auf die Silvesternacht. Friedliche Feiern, aber auch Angriffe auf Einsatzkräfte und Wirtschaftskrise in Venezuela. Präsident Maduro führt eine Kryptowährung ein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.